Ein Globobus T2 Active in einer speziellen Hundeversion. Das werden wir uns gleich mal angucken, denn er bietet nicht nur Erwachsenen Platz, sondern ganz vielen Hunden. Und man muss nicht nur damit Camping machen, sondern man kann auch zum Beispiel auf Messen und Ausstellungen gehen und quasi eine Zeit im Sommer im Wohnmobil verbringen. HDH, muss ich ja direkt mal fragen, das Kennzeichen kenne ich noch nicht. Wenn du dich mal kurz vorstellen. Heidenheim auf der Schwäbischen Alb. Heidenheim auf der Schwäbischen Alb. Ja, nördlich von Ulm. Ja. So, ihr seid zu viert, wie ich sehe, oder? Wir sind zu viert, ja. Zwei kleine, zwei große. Ja, naja, so klein sind die auch nicht, oder? Ja, die mittlere Größe, die deutschen Pinscher. Eigentlich die Originalversion vom Dobermann. Mhm. Waren vor vielen Jahren fast ausgestorben in Deutschland. Werden jetzt wieder gezüchtet. Ist also ein reiner Wachhund. So ist es. Und die finden hier Platz? Die finden hier sehr gut Platz. Ist eigentlich die ideale Größe zum Campen. So, wir gehen am besten mal drum rum, dass wir den von außen mal kurz mal angucken. Du hast ihn jetzt seit 2,5 Jahren, Globobus. Hast du es vorher gekannt, die Marke? Detlefs eigentlich nur vom Wohnwagen. Ich hatte vorher 2 Jahre einen Wohnwagen. Zwar kein Detlefs, ein Adria, aber die Marke war mir bekannt. Die ist ja alles aus dem süddeutschen Raum. Ja. Wohnen sind eigentlich alle fast nebeneinander. Detlefs, Hümer. So, jetzt wird ja den Fiat-Fahrgestellen nachgesagt, dass sie schon ein bisschen lauter sind. Ist das so? Es ist laut. Im Vergleich zum Wohnwagenfahren ist es natürlich sehr laut, weil im Wohnwagen hat man hinten drin alles. Erst, wenn man zum ersten Mal mit dem Campmobil unterwegs ist, dann hört man eigentlich, was alles klappern kann im Fahrzeug. Also das gesamte Geschirr und alles. Vom Motor her ist natürlich laut. Er ist ein Diesel. Keine Frage. Ja gut, aber die Fahrt ist das Ziel, sage ich jetzt mal. Das heißt, ja. Man gewöhnt sich dann an alles. Man gewöhnt sich an alles. Also man wird nie ein ideales Fahrzeug finden. Man muss immer irgendwo Abstriche machen. Okay, der hat jetzt keinen Tank oder doch? Doch, er hat einen Tank, aber ich verwende den Tank so wenig wie möglich, da das Abwasser hat ja immer ja Fett drin. Und wenn man das halt nicht relativ schnell rauslässt, dann setzt sich das Fett im Tank ab und es gibt dann auch die entsprechenden Gerüche. Sehr schön, ja. Da oben ist der Stromanschluss, den du hast. Der ist ein bisschen blöd. Warum? Bei dem. Ich habe ein längeres Kabel reingemacht. Normalerweise sind die Kabel 1 Meter, die ja. Standardkabel. Ach so. Und dann hängt die Strom... Die Kabelkurbel, genau, ja. Die hängt dran und hängt dann im Regen ungeschützt dran. Deswegen habe ich mein eigenes Kabel konfiguriert und zusammengeschraubt. Ja, du hast eine Steckdose hinten dran am Kabel. Ja, weil bei den meisten anderen Wohnmobile ist halt die Steckdose tiefer. Nee, hinten dran ist noch eine Steckdose. Ja, die habe ich auch noch gemacht, weil brauchen wir auch. Falls mal irgendwas kommt, ja. Irgendwo dann einen Grill draußen stehen lassen kann. Da ist Gas drin? Da ist Gastank. Genau, zeig mal. Ist offen. Zwei Stück? Ich fahre nur mit einer Gas. Weil, ja, Kühlschrank, was machst du damit? Kühlschrank. In der Regel ein Kühlschrank. Und das reicht ja, selbst wenn man einen Kühlschrank betreibt, mit einer Gasflasche. Das geht ja wochenlang. Und ich spare mir einfach den Platz, da kann ich dann meine ganze Kabel reinmachen. Die Gepäckträger hinten, die habt ihr im Betrieb mit den Fahrrädern? Oder eher selten? Sehr selten. Wir nehmen eigentlich keine Fahrräder mit. Gepäckträger ist eigentlich ja, für uns ungeeignet. Da wir auf den Ausstellungen sind, haben wir immer ein Pavillon dabei. Und das ist das Manko an dem Fahrzeug. Er ist sehr kurz und hat relativ wenig Stauraum drin. Es ist kein langsames Auto, es ist ein schnelles Haus. Hat mir meine Schwägerin geschickt. So, ich zeig's mal gerade komplett hinten. Die Länge dürften so... Genau 6 Meter. 6 Meter. 5,99 Meter. Ja, etwas länger wie ein VW-Bus quasi. Ja, von der Länge her genau gleich wie die Pössl. Das war mir eigentlich wichtig, weil die Länge, wenn man irgendwo auf Fern geht, ist bei 6 Meter. Ja. Also ein paar Grundsachen waren wichtig, bevor ich mir das Auto gekauft habe. 3,5 Tonnen, also 3,49 Tonnen, damit es meine Frau auch fahren darf. Ja. Ich wollte nicht mehr wie 3,5 Tonnen haben. Sonst muss ich bei vielen Ländern die elektronische Mautbox nehmen. Das ist das Problem. Ja, bis 3,49 geht's. Ich hab's. Viele Straßen sind oder teilweise gesperrt ab 3,5 Tonnen. Ja. Ist auch ein Problem. Ja, und der ist natürlich so handlich. Ich guck mal gerade, der ist genauso breit wie das Fahrerhaus plus minus, oder? Ein bisschen breiter, so 5-6 cm ist er breit. Aber nicht viel, oder? Nee. Okay, das heißt, du hast die normalen Spiegel dran oder sind die ein bisschen breiter? Normale Spiegel. Das geht. Ja. Man sieht ja ganz oft, dass die viel breiter sind, aber das ist sehr handlich. Das heißt, wenn du jetzt mal nach Italien fährst oder so, es geht. Sehr bequem zum Fahren. Und durch die kompakte Länge auch sehr handlich, gerade im Kreisverkehr oder in engen Straßen.
So, da ist die Rückfahrkamera wichtig, oder? Ja, das ist sehr wichtig beim Fahren. Ist das Problem mit dem Fahrradträger, wenn der natürlich voll ist oder man hat so, ich mache oft zum Teil so eine Fiamma, diese Carrybox drauf, dann sehe ich halt mit der Kamera oben nichts mehr. Ja. Idealerweise wäre sie unten am Nummernschild. Ja, man kann das ja noch nachrüsten, aber das ist ja dann immer so, dass wenn man fährt, also viele Dinge kommen ja erst, wenn man fährt, die man dann erlebt. Das kriegt man erst mit, wenn man es mal im Gebrauch hat. Bin ich mal gespannt, wie es innen aussieht. Das heißt, ihr habt keine große Garage, wo man Fahrräder ranstellen kann? Nee. Das Problem an diesem 6 Meter Fahrzeug ist, man hat keine durchgehende Garage. Ja. Das ist also. Wenn du mir jetzt mal kurz zeigst, ist da was drin in der Garage? Ja. Ich will nur mal sehen, wie groß die ist ungefähr, so man reingucken kann. Ja, ein bisschen unaufgeräumt. Peggy Peck hast du. Ja. Und ich kann von oben dann halt das Bett lupfen und kann von oben auch noch verstauen. Sehr schön. Da ist noch die Verlängerungskabel für den Fall der Fälle. Ja. Hast du nie gebraucht? Hat man immer sicher. Ich war auch hier schon auf dem Platz, wo es dann nicht gereicht hat, die 25 Meter Trommel, wenn man ein bisschen weiter weg ist. Sehr schön. Ja gut, ist auf jeden Fall besser wie nichts. Aber er ist innen quasi trotzdem Raumwunder, oder? So ein bisschen. Innen drin für zwei Leute reicht's. Ja. Ich wollte nur ein Wohnmobil haben für zwei Personen, also nicht mit absenkbarem Bett über dem Fahrerhaus. Wir sind nur zwei Personen. Ist wahrscheinlich luftiger dann, oder? Ist luftiger, vor allem ich habe dann oben eine große Klappe, wo ich aufmachen kann im Sommer. Ja. So, da vorne ist eine Frau, die passt nämlich auf die Hunde auf. Das hat was ganz Besonderes, denn das ist ihr Revier hier drin, wo wir gerade reingehen. Ja. Wenn wir da jetzt reingegangen wären, ich zeig mal gerade die Aufbautür. Da sind wir. Der Mülleimer ist in der Tür, ist das gut? Ja. Ja, sonst, ja, eigentlich gut verbaut. Was mir fehlt, das ist ein bisschen blöde, passt nicht viel rein. Mhm. Und Fenster wäre da vielleicht schöner gewesen. Achso, dass man rausgucken kann, dass wer da steht. Wer draufsteht. So, da ist eine Beleuchtung hier oben drin. Die ist auch gut, ja. So, eine Thule Omnistor ist verbaut, Klassiker. So, der hat auch eine Dichtung drunter, das heißt, es regnet nicht durch. Nee. Sehr schön. Das habe ich schon gesehen. So, Stufe ist schon ein bisschen hoch, oder wenn man dann... Die ist hoch, die ist relativ hoch. Die Keile stehen. Die Keile habt ihr. Achso, ihr steht auf den Keilen im Moment, Das ist ein bisschen schräg. Aber trotzdem, also im Vergleich zu anderen Fahrzeugen ist es sehr hoch. Ja, ist nicht schlimm. Also ich komme gerade noch so hoch mit meinen 52 Jahren. Das ist halt der Vorteil, wenn man keinen... Gerade auf, damit die Wäsche... Du hast, glaube ich, viel Licht, oder? Damit die Wäsche raus kann. Ja, wenn man halt hier ein absenkbares Bett hat für weitere zwei Personen, hat man halt hier keine Hubklappe droben. Du hast viel mehr Platz und das ist ja auch ein wichtiger Raum. Ich meine, wenn es jetzt mal hier drin steht, ihr macht vielleicht mal eine Abrechnung oder seid von einem Punkt zum anderen. Dann ist richtig Licht und sehr hell, das Fahrzeug. Ich nehme mal an, wenn ihr jetzt zu diversen Veranstaltungen fahrt, kann es schon mal sein, dass ihr von einer zur anderen fahrt, ohne dass ihr vor zu Hause seid. Mhm, ja, kommt öfters mal vor, dass wir samstags da sind, sonntags woanders. Also man kann auch längere Strecken mit dem fahren. Letztes Jahr waren wir 5 Wochen am Stück unterwegs. 5 Wochen. War schön? War sehr schön. Also das komplette Baltikum. Ja. Hoch bis Riga und dann die gesamte Ostseeküste zurück bis Lübeck. Und ihr habt da auch da irgendwas alles verkauft? Drin gemacht. Nee, das war reiner Urlaub. Echt? Ihr könnt euch das leisten? Ja, die Länder sind sehr günstig. Ich zeig mal gerade, da vorne ist so ein kleines Detail, das hast du wahrscheinlich nachgerüstet. Warum ist da der Stromanschluss? Warum? Ja, ich habe keine Klimaanlage drin und da kann man dann einen kleinen Ventilator reinspannen. Du Fuchs. Hast du gemacht dann, oder? Ja. Weil Klimaanlage ist ein Problem. Da wir viel auf so kleine Hundeausstellungen sind. Die Klimaanlage braucht halt 220 Volt. Ja. Und viele Hundeausstellungen hängt man halt mehrere Fahrzeuge an einer Steckdose drin. Und sobald dann hat einer eine Klimaanlage anschaltet, ist es vorbei. Viele Campingplätze sind auch nur mit 5 oder 6 Ampere abgesichert. Das reicht nicht für die Klimaanlage. Viele Klimaanlage fahren mit 6,67 Ampere Anfahrstrom und dann ist es vorbei. Gut, du könntest ja eine Netzausgleichsschaltung machen mit einer Lithium-Ionen-Batterie, aber wir reden ja hier von 3,5 Tonnen. Ja, nee. Das heißt, du kannst die Klimaanlage einbauen, Lithium einbauen und irgendwann... Dann muss die Frau daheim bleiben. Hast du aber lieb gesagt. Ja, nee, das ist halt... Man muss immer Abstriche machen, wie schon gesagt. Und die liegen wo, die Hunde? Normalerweise? Einer liegt unten, unterm Bett. Der hat extra eine Haken ran gemacht, damit er auch bei der Fahrt nicht hochspringt. Und der andere ist hier mit dem Sicherheitsgurt dann angeschnallt. Mit dem Sicherheitsgurt, okay. Ja. Dass der nicht runterfallen kann. Also ist, glaube ich, auch Pflicht, oder? Ich wollte keinen. Ob es Pflicht ist, weiß ich nicht. Sicher ist sicher. Also ich möchte nicht, dass jemand nach vorne springt. So, ich zeig mal gerade ein paar Kleinigkeiten. Du hast gerade mal 3 Bildschirme hier. Ne, 4 sogar. Das ist links, ist der Fernseher. Karatek links ist Rückfahrkamera. Der war bereits drin.
Ist er gut, Karatec? Ja, ja. Die sind auch hier aus der Pfalz, kommen die, glaube ich. Die sind aus der Pfalz, die sind also nicht weit von hier. Sind gut, von denen habe ich dann Fernseher auch nachgekauft. Ist auch sehr gute Qualität von denen. Garmin, ist das gut? Ja, das oder ist Google speziell. Maps? Nee, Garmin ist relativ gut. Das ist auch speziell das für die Wohnmobile. Mhm. Update, ganz wie läuft das Update? Läuft sehr gut. Also bei Garmin hat man lebenslange Updates. Ja, aber wie läuft das? Läuft das online? Nee, oder? Ich habe es über einen Computer. Ich stecke es zu Hause dann an den Computer an. Ich wollte kein fest verbautes Navi. Ich wollte eins, das ich auch runter machen kann, wo ich daheim am Computer auch Touren und so planen kann, eingeben kann und dann wieder drauf spielen. Sehr schick, da vorne zumachen kann man sehr bequem. Ja. Jetzt habe ich gehört, dass man, wenn man vorne zuzieht, wenn du mal lieb ist, dass man zumachst, dass die Leute es nochmal sehen. Ich habe gehört, mir hat einer mal gesagt, man darf das gar nicht zulassen, wenn die Sonne sehr heiß ist. Es könnte in Flammen aufgehen. Hast du das schon mal gehört? Nee, das habe ich nicht gehört. Weil das aus Papier sei und das wird dann unglaublich heiß dann. Aber das ist dir nie passiert? Nee. Also es ist beschichtetes Papier, ist reflektiert. Reflektiert. Also außen ist Silber oder was? Ja, so hell weiß. Ja. Und das gleiche habt ihr in der Tür? Das gleiche ist an der Tür auch. Ja, brauchst du nicht machen. Ich hab's verstanden. Nee. Das Fenster hier oben, das kannst du auch machen, aufstellen? Das kann man komplett aufstellen, das ist der Vorteil. Und das ist das Wunderschöne, deswegen braucht man auch fast keine Klimaanlage. Wow. Das kann man komplett aufmachen. Und dann ist halt innerhalb von Sekunden die gesamte Hitze weg aus dem Fahrzeug. Geht schnell. Und es ist halt im Sommer auch wunderschön, wenn es warm ist, ich mache zu und liegt dann praktisch unterm Sternenhimmel, wenn es schön angenehm warm ist. Boah, du bist ja voll der Poet hier unterm Sternenhimmel. Aber es ist so, wenn man hier denn sitzt und mal einen Kaffee trinkt. Man sitzt wie auf einer Veranda. So, jetzt haben wir hier einen Schnitt. Warte, ich setze mal kurz mal hier hin, dass wir mal so reingucken können. Das sind jetzt 6 Meter Länge. Das heißt, man muss so ein bisschen Kompromiss machen. Das langt euch beiden von dem Uns Kollege? Beiden langt es, ja. Ich finde auch den Schnitt jetzt von der Einteilung, von der Möbel her, schöner wie beim Pössl oder so. Ja. Das ist ein bisschen für mich unbequem. Ihr habt ein großes Raumbad dann. Das heißt, ihr könnt zumachen. Ja. Wenn du mal dein großes Geschäft machst. Ja, ja. Man kann sich vereinzeln. Geht. Man kann auch duschen. Die Dusche ist auch. Man muss halt dann den Vorhang rummachen. Genau, schauen wir uns gleich mal an. Ja, ihr macht Hundehalsbänder, nicht nur Hundehalsbänder, ihr macht alles rund um den Hund, speziell Windhunde, kann man das sagen? Für alle Hunde, die keinen Unterfell haben, für alle glatt, kurzhaarigen Hunde. Den kaltes. Ja. Den gibt es ja. Zufälligerweise haben wir auch solche. Hier ist noch so ein kleiner Sitz, der ist hauptsächlich, dass man da die Beine drauflegen kann, ne? Ja, beim Fernseher schauen, weil ich habe da hinten dann den Fernseher drin. Ja, wo? Den hab ich. Sag mal. Das kann ich zeigen. Ich finde es gar nicht so schlecht, der Wohnmobil. Vom Bett aus oder dann hier rüber. Kannst du drehen. Den guten Karatec. Den guten Karatec hat Vorteile gegenüber anderen Fernsehern. Welche? Wusste ich auch nicht. Also es gibt billige Fernseher, die man auch für 100 Euro kauft, die mit 12 Volt funktionieren. Mhm. Da sind aber den innen drin diese Platinen sind nur draufgeschraubt. Und der Karatec ist halt ein bisschen teurer, aber die Platinen sind gedämpft. Das heißt, die Vibrationen vom Fahrzeug, die hält der viel, viel besser aus. Die Bauteile fliegen dann nicht gleich auseinander. Ja, richtig, also der hat auch richtig. Ja, ich habe mit dem Chef mal telefoniert, der war auch ganz nett. Die gibt es wirklich, die Firma, da kann man anrufen, da geht jemand ans Telefon. Ich habe auch selbst von Karatec die Alarmanlage hier im Fahrzeug. Die ist auch gut? Die ist sehr gut, ja. Und wie funktioniert die? Jetzt nur mal, wenn du es mir mal beschreibst. Es gibt verschiedene Qualitätsstufen. Also meine ist nur über die Zündung gekoppelt und ich habe noch Ultraschall hinten drin, also eine Raumüberwachung. Also falls einer reingeht. Die kann ich aber separat abschalten, wenn die Hunde hier drin sind, damit sie dann nicht anfängt. Und die haben das auch montiert per Karte? Die haben das direkt montiert. Die Dauer? Wie lange? Zwei Stunden. Also ja. Das heißt, die läuft über den CAN-Bus wahrscheinlich dann? Über den CAN-Bus ist dann der Motor überwacht. Man kann noch verschiedene Anbauteile machen und über Karatec kann man natürlich über diese Alarmanlage, wenn man jetzt Gasmeldeanlagen und so weiter hat, kann man auch noch da drauf schalten. Also verbinden. Toll. Das ist wunderbar. Geht schnell. Ja, ganz wichtig ist natürlich der Feuerlöscher. Du warst auch schon mal bei so einem Großmarkt für Campingartikel? Ja, bei vielen. Bei welchem warst du schon? Obelink zum Beispiel. Das war Obelink. Obelink, ja, es gibt, ja, jeder spricht immer vom Obelink, also muss man auch da mal hingehen. Obelink hat viel, viel billig geruscht, sag mal so. Muss jetzt nicht. Hast du schön gesagt, ja. Ich hab von Leuten gehört, die sind da hingegangen, die haben so ein halbes Vermögen dann da gelassen. Ja, das hat jeder Bürger auch.
Also ich, klar, sie haben ein paar günstige Billigangebote, aber das sind dann wirklich auch sehr billig gemacht. Ich zeige mal gerade, du hast hier da vorne so eine Checkliste gemacht. Ja. So, ich zeige es mal gerade, denn Checklisten sind ganz wichtig beim Wohnmobil. Die Leute lachen drüber, da steht Stromkabel weg, Fragezeichen. Dachluken. Geschlossen. Geschlossen. Dachlukenfenster zu, Schubladen, Schränke zu, Kühlschrank zu, umgestellt, Gasflaschen zugedreht. Dann die Breite, 2,15 Meter hast du, 2,80 Meter Höhe und 3,49 Tonnen. Ganz wichtig, vor allem die Schubladen zu und der Kühlschrank zu. Da hat mir eine Kühlschranktür mal gekostet, dass er nicht zu war. Ja klar, die bremst und springt auf. In die falsche Richtung. Die Scharniere jetzt kaputt und das ist richtig teuer. So, da vorne ist die Spülmaschine, nehme ich an. Oh, leider nicht, ja. Nee. Der Kühlschrank. Also ein paar Sachen hier sind nicht gut gelöst. So. Welche? Ja, ich habe sehr wenig Steckdosen und die einzigen 220 Volt Steckdosen sind eigentlich im Flur drin. Das heißt, wenn hier irgendwas eingesteckt ist, so ein Laptop oder so, man läuft immer dran vorbei, man bleibt hängen. Okay. Ist nicht schön. Ja, du bist doch Handwerker, du könntest das ja ändern. Ja, muss ich ändern. Zum Glück gibt es da Stromschienen, wo man dann drauf gehen kann. Das ist 12 Volt, oder? Das ist 12 Volt, also es gibt sehr wenig Stromversorgung hier drin, das ist das Problem. Ja, vielleicht haben die das ja jetzt schon geändert, nachdem ich hoffe's. Zumindest werde ich es in den nächsten Wochen ändern. Ich zeig mal gerade, wie deine Küche heißt. Die heißt Detlefs Gourmet Center. Das heißt, du bist Koch, Gourmet-Koch. Das ist die Frau, ja. Ich verkoste dann nur. So, ist das hier ausreichend, der Platz für Töpfe und so? Ja. Sag mal, ich will mal. Also wir haben hier unten einiges an Essen, an Töpfen. Ah, auch für die Hunde, gell? Auch für die Hunde. Ja. Und dann haben wir natürlich noch ein bisschen Hundesachen hier. Und hier sind dann... Warte, ganz schnell. Cola habt ihr? Ich muss mal gerade mal gucken. Die Camper wollen immer sehen, was man so mitnimmt. Ob man spezielle Campingnahrung hat. Oder ihr habt auch Matzen. Also wenn es mal ganz schlimm wird, können wir Matzen essen. Ja, wenn auch jeder Bäcker zu hat. Die Hanuta-Cookies habt ihr, die ganz neuen. Ja. Schmecken die gut? Die Frau fragen, die hat es gekauft. Ich hat's dann du hast noch nicht probiert. Noch keine abbekommen. Liona, habt ihr Dosenwurst? Habt ihr auch? Ja. Ja, ist immer die typische Campernahrung, Dosenwurst. Falls man nichts mehr hat, kann man Dosenwurst essen. Dosenwurst und die zum Aufbacken, die Brötchen, falls man keinen Bäcker findet. Wie werden die aufgebacken bei dir? Wir machen es in der Pfanne. Sag mal, wie geht das? Wo hast du denn die Pfanne? Ist das so ein Trick, einfach Pfanne und Pfanne, Deckel drauf und Ende? Nee, einfach ohne Deckel. Ohne Deckel. Du legst sie drauf, beide Seiten? Eine viereckige Pfanne drauflegen, ist schneller wie jeder Toaster. Und das brennt nicht an dann? Nee, ist schneller wie jeder Toaster. Cool. Was da oben drin? Das sind dann die schön mit verpackt zum Frühstück, mit Kaffee. Warte, ich zeig mal gerade rein. Zum Frühstück. Verpackt. Das heißt, ihr habt für alles, habt ihr so ein kleines Körbchen, da ist alles drin. So mit der Zeit weiß man ganz genau, wo es ist, oder? Ja, man hat natürlich angefangen, wenn man zum ersten Mal fährt, man hat das ganze Auto voll mit unnötigen Sachen. Und bei jeder Fahrt fliegen ein paar Sachen raus, die man nicht gebraucht hat und die man nicht braucht. Stimmt. Man muss so einen Punkt dran machen an alle Sachen, die man nicht mehr braucht. Ich brauche kein Essensbesteck für 6 Personen hier drin. Uns reichen auch 2 notfalls oder 3 maximal. Genau, 3 Gabeln dabei, 3 Messer, da muss ich öfter mal spülen. Ja, aber wenn man halt immer das Doppelte dabei hat oder 5 Tassen, brauche ich auch nichts. Ich habe 2 Tassen dabei. So, da vorne ist was ganz Tolles. Was ist das da? Das ist dein Job, nehme ich an? Das ist mein Job, den ich mache. Nebenher mache ich so kleine Schlüsselanhänger mit dem Lasergravierer, auch mit Hundemotiv und so weiter. Ich habe gehört, es gibt für Hunde, gibt es jetzt so neue Hundemarken, wo man was drauf machen kann, die nicht mehr klappern. Ja, gibt es auch. Aus Kunststoff, das wäre der neueste Schrei. Könnte ich auch machen. Okay. Ja, aber Kunststoff. Wir zeigen gleich mal deinen Stand draußen. Geht halt wieder kaputt. Ich mache es aus Leder ein bisschen. Ja. Später vielleicht mal aus Edelstahl. Sag mal, hier drauf zu kommen, das ist problemlos, oder? Gut, du bist ja jetzt nicht mehr der Älteste. Nee, geht. So. Das war ein bisschen umständlich, aber man kann natürlich hier sich abstützen. Ach, da oben noch. Warte mal, zeig mal gerade. Ja, mit allen, mit allen Tricks wird gearbeitet. Ja, das ist, man muss. Ich überlege nur, ich bin jetzt 52, noch geht es überall. Ja, also ich kann mir sogar noch selber die Strümpfe anziehen. Ich bin auch 51, aber man tut sich dann schon schwer. Ja. So, hier vorne hat man natürlich am richtigen Punkt hat man das Fenster stehen. Da oben ist die Beleuchtung mit drin, das ist auch okay. Ja. Genau, kann man anmachen. Ich würde mal gerne mal ganz kurz nochmal auf die Heizung zu sprechen zu kommen. Du hast eine Truma Kombi, aber mit dem analogen Wellgerät. Und viele schwören da drauf. Die sagen, ich brauche hier keinen Computer, irgendwas. Ja, nee, das funktioniert sehr gut. Also die Heizung ist wirklich sehr gut. Die macht auch sehr schnell warm. Es gab noch nie ein Problem? Noch nie ein Problem. Dass irgendwie Wartung fällig war oder so? Nee. Wo es Probleme gab, jetzt das Fahrzeug ist jetzt 3,5 Jahre alt. Die ganzen Wasserhähne waren mal defekt.
Alle. Das sind einfach, ja, das Problem ist, ich habe eine zentrale Wasserversorgung, also über so eine Showflow-Pumpe. Nicht jede separat. Druckwasser, oder was? Über Druckwasser, richtig. Ja. Und da die ganzen Wasserhähne haben ja Keramikdichtungen. Ja. Und wenn die halt nach einigen tausend Kilometern sind halt die Dichtungen defekt und man lässt dann irgendwo Toilettenspülung, lässt man laufen, dann hat man Druck auf dem gesamten System und dann tropfen alle Wasserhähne. Na super. Wusste gut, das heißt austauschen. Austauschen, ja. Die war vorher, war das eine Saugpumpe oder was war da drin? Nee, das war immer schon eine Showflow-Pumpe. Ja, aber haben die das gewusst? Was hat der Hersteller gesagt dann? Nichts. Hat gesagt, vielen Dank. Das ist halt Verschleißobjekt. Ich habe das Geld schon, so nach dem Motto. Ja, Verschleißobjekt. Macht Spaß. Das ist natürlich auch wieder in jedem Wohnmobil das Problem. Es ist ja jeder Platz ausgenutzt und dann erstmal die Wasserhähne da hinten wieder zu verbauen. Ja, das macht Spaß. Auszufrieren. Sag mal, hier vorne war mal so ein Vorhang. Da ist ein Vorhang. Den habt ihr auch gemacht? Brauchen wir eigentlich nicht. Da wir abends dann die Jalousien zumachen, warum brauche ich dann einen Vorhang? Das stimmt. Ja, da vorne ist noch was. So ein, da war der Fernseher drin. Ah ja, stimmt. Hast du eben gezeigt. Da richtig. War der Fernseher drin. Da liegt noch ein Buch, gell? Was ein Buch ist das? Oh, Kreuzworträtsel. Kreuzworträtsel. Oh Gott. Ein bisschen Zeitvertreib. So, aber ist auch, ja die, so. Auch die Schränke sind ist genügend Platz für. Du weißt, ich bin neugierig. Kleidung, für die Kleidung. Ich muss mal gucken. Das ist das so gut mit dem Drüberbeugen? Oder nervt das? Ein anderer Platz wäre eigentlich fast nichts. Aber geht ja gar nicht. Oder? Nee, geht nicht. Man stößt den Kopf. Geht nicht, aber es ist genügend Platz da. Gut, wir haben hier 6 Meter, da vorne ist Ende, gell? Ja, da ist Feierabend. Da ist Ende. Krass. Wenn ich mal kurz ins Klo halten darf. Gerne. Und das Duschen, wie geht das? Ihr duscht hier drin schon mal? Zum Teil. Eher selten, ne? Eher selten, weil auf der Campingplätze, wenn wir auf der Campingplätze sind, ist sehr gut ausgebaut. Mhm. Und wenn man nur am Wochenende 1-2 Tage unterwegs ist, also den einen Tag braucht man nicht unbedingt. Das Duschen, da ist ein Duschvorhang, kannst du zumachen. Ja. Und da vorne hast du so ein Multiteil. Guck ich mal gerade. Ah, okay, das heißt, du hast die Duschkopf und zum Waschen hast du extra. Mhm. Ist deine Frau zufrieden? Langt der Spiegel? Ja, er langt. Bisschen auch blöd angeordnet, der Duschteil, wenn man von der Toilette runtergeht und passt nicht auf, kommt man auf den Wasserhahn von der Dusche und dann wird man von oben nass. Ja, ist doch schön, dass man wach. Ja, muss nicht unbedingt sein. Okay, das heißt, da vorne ist der Wasserhahn angeordnet. Ja. Das ist dir schon passiert? Ja, klar. Schon 2-3 Mal. Okay. Und was macht man? Da macht natürlich dann den Elektroschalter, baut man aus oder man steckt den aus. Ah, okay, innen das heißt, du machst den auf. Richtig, und also so wie es jetzt ist, kann ich es nicht verwenden, sondern wenn ich dusche, dann muss ich schnell mal den Schrauben aufmachen, das Plus-Minus-Kabel anklippen. Du könntest aber auch, es gibt da einen Trick, du könntest auch so ganz leicht hier aufmachen, bis der Schalter klack macht, dann geht der andere nämlich auch. Ah, okay. Ja, ich habe das gleiche Problem mal gehabt. Bei mir war ein Schalter kaputt, dann bin ich einfach hingegangen, habe ein zweites aufgemacht, aber so, dass es noch nicht geöffnet hat, aber klack gemacht. Ah, okay. Gut zu wissen. Trick 17. Schön, gefällt mir gut, das Wohnmobil. Aber so alles in allem, es gibt Schlimmeres. Ich bin zufrieden. Ich bin vom Wohnwagen umgestiegen und das ist natürlich ein ganz anderes Gefühl im Wohnmobil. Ja. Das Fahrgefühl ist ganz anders. Sag mal so, Wohnwagen, Wohnmobil, wenn du darüber nachdenkst, viele Stellplätze nehmen ja keine Wohnwagen mehr. Ja, man sieht sie zwar immer wieder, aber sie nehmen sie wirklich nicht. Warum, weiß ich nicht. Ja gut, das macht vielleicht auch Sinn, weil... Okay, so sie nehmen zweimal den Platz weg. Ja, und die müssen hin und her rangieren und das Problem ist auch, viele Wohnwagen haben ja keine Autarkie. Das heißt, ich war jetzt, vor 2 Wochen waren wir in Wien auf dem Campingplatz, auf dem großen Campingplatz in Kloschneuburg. Die haben sogar ein Verbot jetzt für große Wohnwagen, also Doppelachse nehmen die nicht mehr an. Ja. Weil sie einfach zu viel Platz wegnehmen und auch zu viel kaputt machen durch das Rangieren. Da machen sie zu viel vom Boden kaputt. Echt? Wo? Ja. Wo war das? In Wien. In Wien? Im Klosterneuburg ist ein Campingplatz. Nimmt keine doppelachsigen Wohnwagen mehr. Mhm. Ja klar, wenn die sich drehen, dann furchen die da. Ja, dann ziehen die da Furchen rein. Wenn man es sich denn leisten kann, sage ich immer nur, auf die zu verzichten. Ich sage immer, es gibt viele Campingplätze, wir haben in Italien eingefilmt, die nehmen keine Hunde. Das ist natürlich ganz blöd, weil die meisten Camper haben eigentlich einen Hund dabei. Also fast, ich schätze mal, 70% der Camper haben einen Hund. Ich habe sie nicht gefragt. Sag mal, da vorne diese Konstruktion da auf dem Sitz, da erklär mir die mal. Das ist ja, habe ich noch nie gesehen. Das ist so eine Matte. Das ist ganz gut, sehr luftig. Okay. Falle man spitzt nicht. Gar nicht? Nee. Also man die gibt es zu bestellen oder was im Internet? Das habe ich irgendwo mal bei so einem 1-Euro Kaufhaus gefunden. Und die funktioniert? Die funktioniert. Ist zwar, wenn man oben ohne dran sitzt, ein bisschen so, aber wenn man von normal dran sitzt, ist es schon. Das T-Shirt ist dann nass immer gleich. Ja. Und so ist es halt hinten belüftet. Du bist Schwabe oder was? Ich bin Schwabe. Ja, man merkt's. So, wir gehen mal ganz schnell raus zu deiner Frau, machen mal ein bisschen Werbung für deinen Laden. Ja, das heißt Werbung, müssen zumindest mal zeigen. Denn ihr habt einen Shop, einen Store, deine Frau ist Künstlerin.
denn die künstelt, die hat nämlich unter anderem eine Schneiderlehre oder was hat die gemacht, Ausbildung? Sie ist Schneiderin, ja. Schneiderin, genau. Und kann richtig gut schneidern, ja, denn sie fertigt nämlich solche Hunde. Hundeartikel, Hundemäntel, Hundebademäntel, alles auf Maß. Also ja. Richtige Maßschneider für Hunde. Da gibt es übrigens ein eigenes Video, habe ich gedreht, Olgas Nähstudio. Wir sind nämlich im Moment gerade auf einem Treffen in Landstuhl mit Hundebesitzern, hauptsächlich Windhunde im Moment hier. Das heißt, dein Mann, der hat das eben so beschrieben, ihr macht praktisch Kleidung für alle Hunde, die frieren. Ja, auch nicht nur die frieren, sondern auch gegen Regen für Schäferhunde, ja. Zum Beispiel. Ja. Alle, die Fell haben, die bestellen Regenjacken für, also gegen Regen, gegen Nässe. Für Hund ist das wahrscheinlich nicht so unbedingt sein muss, aber für Besitzer, der den Hund dann ins Auto zurückbringen muss. Ja. Und dann einmal schüttelt, dann weiß man, wie viel Wasser in einem langhaarigen Hund drin sein kann. Ah, ich verstehe, der kriegt einen Regenmantel, dass er nicht nass wird. Richtig. Braucht man für einen Hund, der Fell hat, Regenjacke. Sag mal, als ihr das Wohnmobil gekauft habt, ja, du warst vorher schon ein großer Camper, oder? In meiner Kindheit nicht. Da habe ich in Ferienlager viel Zeit verbracht, aber ohne Auto. Aber Lust danach hatte ich schon. Ist aber eine schöne Form, oder? So zu reisen, oder? Man kann überall... Sehr bequem. Es ist sehr bequem, man kann schnell unterwegs sein. Sie haben gesehen, wir haben alles im Auto, wir können einfach rein. Ja, ich habe sogar die Dosenwurst, habe ich gesehen. Und die Cola. Und was war noch für ihr? Nutella und Nutella. Ein bisschen Kekse, ein bisschen trockenes Brot dabei. Sie alles sind aber so eine Süße, oder? Von der Nahrung. Ja. Genau. Ja. Habe ich schon gesehen drin. Nee, es hat schon. Vorteile, wenn man seine eigene Toilette dabei hat, hat es Vorteile. Vor allem, wenn man in anderen Ländern ist, man weiß es nie. Für die Frau ist es immer angenehmer, auf einer eigenen Toilette zu sitzen. Wir sind oft unterwegs. Wir sind jedes Wochenende unterwegs. Und das ist der Vorteil. Man hat alles dabei. Sehr schön. Ja, das ist im Prinzip der Stand. Da habt ihr wahrscheinlich einen Anhänger, um den mitzunehmen. Oder passt der auch noch rein? Nee, der Stand, das ist ein Problem bei dem Wohnmobil, das nur 6 Meter hat und keine durchgehende Garage hinten. Wenn der zusammengeklappt ist, ist 1,70 Meter hoch. Das heißt, ich muss ihn jetzt hinten eigentlich im Fahrzeug quer reinlegen, im Gang. Ja. Problem, dann kriege ich halt den Kühlschrank nicht auf. Du hast aber erzählt, du willst eine Box irgendwann in Rauch. Ja, nee, es wird spätestens nächsten Monat kommt hinten eine Rahmenverlängerung drauf und dann die Plattform, wie man sie von vielen Wohnmobilen kennt, wo dann das Moped oben steht. Ja. Und da machen wir dann den drauf. So, Peggy Peck hast du im Einsatz, denn nicht nur für den Wohnwagen. Ja, ich krieg's da ganz oft nicht rein, aber das ist bei dir ein Problem, oder? Man hat einen Akkuschrauber dabei. Ich habe schon ein paar Stück abgerissen, du auch? Ja, genau. Akkuschrauber und Schlagbohrer hat man dann dabei. Jetzt waren wir vor 3 Wochen waren wir im Urlaub in Kroatien, da war Steinboden, da ging überhaupt nichts mit Peggy Peck. Ja, das habe ich schon gemerkt. Also ich war drin. Es gibt ja auch die Metall-Peggy Packs, auch die, da kommst du auch nicht weiter. Nee, keine Chance. Es sei denn, du hast eine Hilti dabei. Ja, aber so im Gras, perfekt, es gibt nichts Besseres. So, liebe Peggy Peck-Leute, ihr habt einen Fan. Ich habe selber Peggy Peck. Ja, ich bin nicht so überzeugt, wahrscheinlich bin ich zu blöd, um es anzuwenden. Das ist so. Nee, es ist, ja, es ist angenehm. Sehr schön. Und vor allem, man verliert nicht die Heringe. Also die kleinen Aluheringe, die übersieht man schnell. Die orangenen Peggy Packs, die sieht man immer, wenn man geht. Die da habe ich aus einem 1-Euro-Shop, habe ich die Dinger gesehen. Also die in Orange. Ob das dann die Original sind, weiß ich nicht. Das sind die Original, Peggy Pack. Okay. Nein, nein, ich meine hier die Spanngurte. Die Spanngurte, ja, die sind gut. Ja. Die sind echt gut. Die sind? Das sind ganz normale, aus dem Baumarkt. Aus dem Baumarkt. Gut, und der Vorteil ist auch orange, das heißt, ja. Die sieht man nachts auch. Aber die sind vor allem besser wie jetzt die normalen Verzögerer, die es sonst irgendwo gibt. Weil die kann man halt wirklich festmachen. Spannen und Ende. Schön. Dein Vorname nochmal? Jürgen. Jürgen und Olga, das kann ich mir leicht merken, denn du hast ja auch das Olgas Nähstudio. Das war noch ein Überbleibsel von einem Nähladen. Bevor wir für Hunde angefangen haben, hatten wir normale Änderungsschneiderei von Menschen gehabt. Für Menschen, wie schön. Ja. So, für Menschen und Hunde. So, die Zeit geht zu Ende. Ja, vielen Dank für das nette Interview. Und wenn Sie mal Lust haben und maßgeschneiderte Kleidung, gucken Sie sich mein Video an. Ich habe ein Video bei Olga gemacht und da zeigen wir nochmal alles en Detail von Olgas Nähstudio. Tschüss, danke. Okay.